Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom Regio Talk. Einer der schönsten Tage des Jahres steht vor der Tür, und zwar der Muttertag. Und was darf an diesem wunderschönen Tag nie, nie, nie fehlen? Genau, wunderschöne Blumen. Wegen dem sind wir hier im Blumenstil, direkt am Dorfplatz in Allschwil. Und ich freue mich sehr, dass die Geschäftsführerin hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Stefanie Zumstein. Herzlich willkommen, Desiree Lehmann. Schön, dass wir heute hier sind, in deinem wunderschönen Laden. Ich habe gehört, dass Blumen und Pflanzen dich eigentlich schon dein ganze Leben lang so ein bisschen begleiten. Das tut sich durch dein Leben durch, wie ein roter bzw. grüner Faden. Kannst du vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen erklären, wie das bei dir so war? Sehr gern, das ist so. Ich bin eigentlich schon in einer Gärtnerfamilie gross geworden. Das heisst, mein Grossvater und Urgroßvater haben schon Gärtner und mein Vater hat dann das auch weitergepflegt. Wir haben selber noch eine Gärtnerei in Schönenburg und ich bin schon als kleines Mädchen, kaum konnte ich laufen, bin ich durch die Gärtnerei gesäckelt und habe blödere Sachen und aber auch schlaue Sachen gemacht zur Unterstützung. Und darum habe ich dann irgendwann auch Landschaftsgärtnerin gelernt, wenn mir das Spass gemacht hat. Und jetzt bin ich so auf Umweg noch zu einem Blumenladen gekommen. Da gibt es, glaube ich, seit 2018, habe ich gesehen, gell? Genau. Haben wir da genau. Eröffnet? Ja, im August 2018 haben wir das gemacht. Sehr schön. Und das war eigentlich noch lustig, wie wir zu dem gekommen sind. Und zwar haben nicht wir gemerkt, dass der Blumenladen zum Verkauf steht, sondern die Mitarbeiterin von damals, die auch jetzt meine Mitarbeiterin ist, hat uns angerufen und gefragt, ob wir nicht Interesse haben, zum Blumenladen zu führen. Und so sind wir dazu gekommen, eigentlich auf Umwege. Ja. Sehr schön. Von wo beziehen ihr denn eure Blumen? Wenn du sagst, ihr habt eine Gärtnerei auch noch in der Familie, beziehen ihr dann auch Blumen von der Gärtnerei beziehen? Oder von wo bekommt ihr die schönen Sachen, die ihr dann zu diesen schönen Arrangements verarbeitet? Also Topfpflanzen beziehen wir wirklich zu 100% von der Gärtnerei beziehen. Mhm. Zimmerpflanzen und so spezielle Aussenpflanzen gehe ich so alle zwei Monate noch an Blumenbörsen auf Zürich, wo ich ein grosses Angebot finde und immer auslesen kann. Und Schnittblumen haben wir eigentlich auch fast alles von der Gärtnerei und noch so von regionalen Gärtnereien, die wir via einen Grosshandel beziehen. Jetzt hier im Blumenstil gibt es nicht nur normale Blumensträuße, sondern ihr tobt euch wirklich aus mit dem Arrangement, habe ich das Gefühl. Ihr tönt teilweise Blumensträuße wie abbrechen auf ganz andere Sachen, tönt die einpflanzen. Was kann man hier im Blumenstil alles so mitnehmen, wenn man auf der Suche ist nach einem schönen Geschenk? Sehr viel Kreativität. Also jedes Stück ist eigentlich ein Einzelstück. Die Floristinnen, die hier im Laden arbeiten, sind sehr kreativ und machen das auch wirklich sehr gern. Das heisst, man findet eigentlich in jedem Tag, wenn man kommt, wieder mal etwas Neues. Das geht von gestuften Sträuße über grosse, ausladende Sträuße, also Biedermeierli, kompakte Gesteckli. Also man findet eigentlich immer etwas, was einem gefällt. Jetzt, ich habe es erwähnt, der Muttertag steht vor der Tür und Rosen verschenken ist schön und gut, aber es geht ja auch noch ein bisschen kreativer. Was ist so deine Empfehlung? Was würdest du jemandem empfehlen, der in der Lade reinkommt zu euch und auf der Suche ist nach einem schönen Geschenk für die Mami? Also ich würde generell nicht zu viel überlegen, sondern das Erste nehmen, was mich anspringt, weil das ist meistens das Beste. Und was ich noch toll finde, sind wirklich Pflanzen für den Garten, die dann auch nachher noch weiterleben, die nicht einfach nur so an einem Tag schön aussehen. Und da denke ich, wird das Mami schon Freude haben, die selber einen Garten daheim hat oder einen Balkon. Das stimmt, das ist eine gute Überlegung, dass das eigentlich etwas länger überdauerndes ist, was man schenkt und nicht nur etwas, was ein paar Tage hat. Genau, man hat das Mami auch nicht nur an einem Tag gegeben. Genau. Jetzt, wenn wir es gerade davon haben, etwas, das nur einen Tag überdauert oder nur ein paar wenige Tage, was hast du für Tipps für jemanden wie mich, der jetzt vielleicht nicht ganz so einen grünen Daumen hat? Wenn ich einen Blumenstrauß bekomme, ich habe das Gefühl, der hält bei mir immer viel, viel kürzer als bei allen anderen. Was kann ich machen, damit mein Blumenstrauß ein bisschen länger hält? Also wichtig ist einfach, dass man regelmässig das Wasser wechselt. Das heisst, am besten alle Tage, mindestens alle zwei Tage. Und wenn man dann das Wasser wechselt, auch die Schnittblumen gerade wieder frisch anschneiden, damit sie wirklich wieder eine offene Stelle haben, wo sie das Wasser drüber ziehen können. Okay. Und dann ist auch ganz wichtig, dass sie nicht an einem zu warmen Ort stehen oder nicht im Zug. Das ist alles, wirkt sich dann auf die Haltbarkeit aus. Probiere ich mir zu merken. Genau. Jetzt,
habt ihr in der Familie die Gärtnerei, ihr führt hier den Laden auch im Familienbetrieb ein bisschen. Wie ist das, wenn man als Familie die ganze Zeit von Blumen umgeben ist? Bekommt denn die Mami am Muttertag überhaupt noch Blumen? Verschenkt man da noch Blumen oder ist das in den Hintergrund gerutscht? Nein, im Gegenteil. Ich tue mich eigentlich sehr gut um meine Mami kümmern am Muttertag. Ich tue das auch noch für meinen Bruder übernehmen, weil er hat es nicht so mit den Blumen. Und ich tue auch immer meine Grossmami und den Grosseltern von meinem Freund Blumen bringen. Sehr schön. Ich finde, das ist noch wichtig, wenn man selber einen Blumenladen hat. Ja, damit man das am nicht vergisst. Genau. Ja. Genau. Mhm. Ich finde es auch schön, wenn ich selber mal Blumen geschenkt bekomme. Das ist immer selten. So eine Randbemerkung. Genau. Kleiner Tipp. Genau. Jetzt, Muttertag fällt immer auf den Sonntag. Wie ist das bei euch hier im Laden beim Blumenstil? Habt ihr einfach am Samstag zu oben noch lang auf? Oder kann man am Sonntag, wenn man am Morgen merkt, oh, ich habe noch etwas vergessen, hier noch etwas bekommen? Man kann noch etwas bekommen. Wir haben am Sonntag vom 9 bis um 12 Uhr offen. Und wenn es länger geht, dann geht es länger. Also, wir schicken niemanden heim schicken ohne etwas. Sehr gut. Was sind eigentlich deine persönlichen Lieblingsblumen? Eigentlich so mehrblumige Rosen. Also, so Polyantherrosen sagt man denen. Die haben so mehrere Köpfe oben. Und das gefällt mir sehr gut. Blumen und Pflanzen generell können ja auch Emotionen wecken. Mhm. Magst du dich vielleicht an eine Anekdote oder eine schöne Geschichte erinnern in den Jahren, was der Laden da schon gibt, wo jemand vielleicht mal ja, irgendwie ganz emotionsvoll oder gerührt in den Laden gekommen ist und etwas gesucht hat oder sich vielleicht bedankt hat für etwas? Da kommt mir spontan eigentlich der Valentinstag dieses Jahr in den Sinn. Da haben wir am Feuer oben noch ein bisschen älteren Herr gehabt. Und der hat noch Blumen gebraucht für seine Frau, die hat er auch bekommen. Und während er gewartet hat, hat er uns einen Witz nach dem anderen erzählt. Und alles so ein bisschen frauenfeindlich, so ein Anführungs- und Schlusszeichen. Aber wir können uns totlachen ab ihm. Das war herrlich. Und trotzdem, Valentinstag hat seine Frau Blumen bekommen. Genau. Das ist genau. Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Genau. Gibt es bei den Blumenarrangements eigentlich auch Trends? Also wie in der Modewelt, wo man sagt, dieses Jahr tut mir jetzt vielleicht eher, ist diese Farbe angesagt. Gibt es das? So etwas? Ja, es gibt eigentlich jedes Jahr eine Trendfarbe. Mhm. Das ist aber bei uns nicht so ausgeprägt, weil wir doch noch eher auf dem Land sind. Dieses Jahr ist es mehr so die rosa Pastelltöne. Was aber wirklich eine Modeschnittblume ist dieses Jahr, ist Eukalyptus. Also uns dunkt es, das darf bei keiner Hochzeit fehlen. Mhm. Ja, aber sonst speziell eigentlich nicht. Du hast gerade Hochzeit angesprochen. Kann man bei euch auch Arrangements für grössere Events bestellen in diesem Fall? Ja, genau. Okay. Hochzeiten oder Feiern. Ja. Und was wir auch anbieten, sind so Abo für Firmen, die ihren Empfang dekorieren wollen. Ich habe gesehen, die haben ja auch einen Online-Shop, gell? Mhm. Wenn man jetzt für den Muttertag noch etwas bestellen möchte, wann sollte man spätestens im Online-Shop das aufgeben haben bei euch? Am Samstagnachmittag. Ah, okay. So sind wir sehr spontan. Also ich würde sagen, dann ist eigentlich alles geklärt. Hier in diesem Laden im wunderschönen Blumenstil bekommen wir auf jeden Fall der richtige Blumenstrauß, also das richtige Arrangement für diesen Muttertag jetzt. Mhm. Und ich bedanke mich vielmals für den Tag, Stefanie. Ich bedanke mich auch, merci vielmals.